So, ganz kurz das Update-Video. Was man im Hintergrund sieht, ist, wie ich schnell Grafiken für die 2D-Version von Spiel baue. Denn ich habe endlich die Fehlersuche bei dem Endspiel abgeschlossen. Ich bin scheinbar wirklich hauptsächlich über diesen neuen Plugin-Mechanismus gestürzt. Fehler sollten alle raus sein. Der Gedanke, was ich jetzt mache, also ich werde jetzt in meinem Shop ist es schon oben. Ich werde jetzt hier auch wieder das Spiel der Android-Version verlinken, weil die sich ja nur über Werbung finanziert. Nächste Schritte werden halt sein, ich bringe sie in den schaue, dass ich es in den Play Store bringe und dass ich halt dass die 2D-Version erweitere, beziehungsweise dass ich die PC-Version auch erweitere, zum Beispiel um neue Level, neue Figuren. Ja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ja.